Gehen Sie wieder in die Ausgangsstellung. Bauch einziehen, Gesäßmuskeln anspannen. Halten Sie den Ball wieder in Brusthöhe, Ellenbogen sind dabei in Schulterhöhe. Machen Sie mit dem rechten Bein einen Ausfallschritt nach vorne. Rollen Sie dabei den rechten Fuß über die Zehen, den Ballen, den Mittelfuß und die Ferse gelenkschonend ab. Die linke Ferse geht dabei nach oben. Es wird ausgeatmet. Drücken Sie sich nun mit dem rechten Bein wieder ab und kommen Sie zurück in die Ausgangsposition. Machen Sie jetzt einen Ausfallschritt mit dem linken Bein. Rollen Sie dabei wieder über die Zehen, den Ballen, den Mittelfuß und die Ferse ab und atmen Sie dabei aus. Drücken Sie sich wieder mit dem linken Fuß ab, um zurück zur Ausgangsstellung zu kommen, und atmen Sie dabei ein. Halten Sie während der ganzen Übung immer die Spannung, das heißt, lassen Sie den Bauch eingezogen und drücken Sie die Gesäßmuskeln fest zusammen.